Hallo allerseits zusammen. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen hier bei diesem neuartigen digitalen Online-Event. Ich freue mich sehr, hier an der Stelle zu Sie sprechen zu können. Mein Name ist Jakob Tendel. Ich bin angestellt beim DFN-Verein in Deutschland und vertrete hier die Aktivitäten des DFN-Vereins mit der europaweiten Forschungsnetz-Community in Sachen Beschaffung von Cloud-Service-Rahmenverträgen. Und freue mich sehr, hier an der Stelle zu Ihnen sprechen zu können über die Ergebnisse, die aus dem europaweiten Projekt OKRE hervorgekommen sind und rund um die Möglichkeiten, über ausgeschriebene Rahmenvereinbarungen Cloud-Services in Deutschland zu beschaffen. Bevor ich in die Details des Vergabeverfahrens einsteige, wollte ich einen ganz kurzen Abriss über die Motivation in der DFN Cloud, weswegen wir hier diese Cloud-Vermittlungsangebote geschaffen haben und immer weiterentwickeln für Sie bei den Einrichtungen aus Hochschulen und Lehre und Forschung in Deutschland. Cloud-Services sind schon länger ein bekanntes Thema, aber sind immer mehr im Kommen als ein Fokuspunkt für die Digitalisierung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und der Arbeitswelt, nämlich als wertvolles Werkzeug, diese enorme Flexibilisierung und zunehmend ortsunabhängigen Arbeitsweisen zu unterstützen, die wir in unserem dynamischen und vielfältigen Arbeitsumfeld zunehmend erleben. Um aus diesem Versprechen der Cloud Services tatsächlich sinnvoll nutzbare Dienste zu machen, die wir sehen wollen, die Anwender an Einrichtungen sehen wollen, um bedarfsgerechter IT-Angebote zu bekommen, um agiler sein zu können, also schneller auf verändernde Rahmenbedingungen und Zielsetzungen reagieren zu können, auch mit ihren IT-Lösungen und eventuell auch kosteneffizienter arbeiten zu können. Dazu sieht der DFN-Verein sich eben in einer Partnerschaft mit Einrichtungen innerhalb des Konstrukts der DFN Cloud. Wir sehen an Einrichtungen unterschiedliche Zielgruppen, die sich alle aus einer unterschiedlichen Perspektive mit dem Thema IT-Lösungen nähern. Die Mitgliedervertreter des DFN-Vereins sind vornehmlich Vertreter der zentralen IT-Einrichtungen oder Rechenzentren. Und aus der Perspektive wollen wir diese Stakeholder an den Einrichtungen natürlich auch ermächtigen und befähigen, ein wertvoller Bestandteil der voranschreitenden Digitalisierung auch der anderen Zielgruppenbereiche sein zu können. Das ist ein zentral koordinierter Ansatz in Verbindung zusammen mit den zuständigen Rechenzentren, um die Beschaffung von neuartigen Cloud-Services auch zentral und rechtlich und technisch solide aufzusetzen und möglich zu machen. Wenn man die Entwicklung des Umgangs mit Public Cloud-Lösungen, also den kommerziellen Angeboten am Markt, seit ein paar Jahren verfolgt, dann sieht man ein gewisses Muster, dass bestimmte Early Adopters, wie jetzt zum Beispiel Forschende an unseren Einrichtungen, eine relativ steile Lernkurve beschreiten, was neuartige IT-Lösungen angeht. Das geht vom Kennenlernen über das Untersuchen, Anfassen, Erproben bis hin zum systematischen Einsatz von neuartigen Lösungen wie Cloud Services in diesem Fall. Und wenn man dann betrachtet, wie die Einrichtungen sich diesem Trend gegenüber verhalten, dann sieht man eine ähnliche Lernkurve über ähnliche Stufen, aber mit einer selbstverständlich gewissen zeitlichen Verzögerung. Wir vom DFN-Verein haben den Auftrag gehört, die Einrichtungen dabei zu unterstützen, die Entwicklung entlang dieser Lernkurve mitzumachen. Und wir haben dafür in der DFN Cloud einige Unterstützungen, unterschiedliche Werkzeuge parat. Die Services innerhalb der DFN Cloud beziehen aber ihren größten Mehrwert im Bereich Erproben und systematischem Einsatz von Cloud Services auf einer Einrichtungsebene. Und an der Stelle greifen eben die Cloud-Rahmenverträge, die wir mit unseren europäischen Partnern erarbeitet haben, die größte Rolle beim systematischen Einsatz von Cloud Services im großen Maßstab, weil sie als ein extrem effektives Unterstützungsinstrument bei der Beschaffung von Cloud Services im großen Maßstab unterstützen.
Um jetzt einmal kurz das Projekt OCRE vorzustellen, das steht für Open Clouds for Research Environments und hat seine Entstehung vor einem gewissen Hintergrund. Im Jahr 2016 hat die Europäische Dachorganisation der Forschungsnetze, genannt GEON, bereits ein Vergabeverfahren für Infrastruktur Cloud Services durchgeführt. Daraus sind auch Rahmenvereinbarungen hervorgegangen, die 4 Jahre von Anfang 2017 bis Ende 2020 gültig hatten und jetzt gerade eben dementsprechend abgelaufen sind. Das war eine paneuropäische Beschaffung für Infrastrukturclouds, für Forschung und Lehre, für Hochschulen, Forschungsinstitute und hat insgesamt ca. 10.000 bezugsberechtigte Einrichtungen von über 36 Ländern in Europa und insgesamt etwa 20 unterschiedlichen Cloud-Anbietern. Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem digitalen Binnenmarkt in Europa gewesen. Parallel dazu, mehr oder weniger, gab es ein zweites Vorgängerprojekt. Das war das Helix Nebula-Projekt am Europäischen Kernforschungslabor CERN und hatte einen gewissen anderen Fokus, nämlich einen innovativen Ansatz von Public-Private-Partnerschaft-Beschaffung von Cloud-Services im Kontext der Großgerätewissenschaft und hat dort viele wichtige Erfahrungen erbracht. Diese beiden Vorgängerprojekte haben quasi in Kombination das Vorbild gegeben für das OCRE-Projekt für Open Clouds for Research Environments, das jetzt seit 2 Jahren läuft und einen erweiterten Scope an Zielsetzungen verfolgt. Einerseits natürlich ein Vergabeverfahren für kommerzielle Cloud-Services zu speziellen Konditionen für Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen aus Forschung und Lehre. Aber gleichzeitig auch ein dynamisches Beschaffungssystem für spezialisierte Erdbeobachtungsservices im Kontext des europäischen Copernicus- und Sentinel-Satellitenprogramms. Und drittens ein Programm mit Fördermitteln mit insgesamt 9,5 Millionen Euro der EU-Kommission zur Förderung von Cloud-Nutzung in der Wissenschaft. Insgesamt findet dieses OCRE-Projekt im Rahmen der European Open Science Cloud-Initiative und Projektfamilie statt. Und die hier hervorkommenden Dienste sollen dann auch in der European Open Science Cloud verfügbar gemacht werden. Hier an dieser Stelle wollen wir uns aber auf das Vergabeverfahren für die Infrastruktur-Clouds konzentrieren. Und daraus hervorgegangen sind die Rahmenvereinbarungen, genannt 2020. IaaS Plus, also das Jahr 2020, Infrastructure as a Service Dienste und mehr. Ganz kurz zusammenfassend, die Rechtsform des Vergabeverfahrens ist auf europäischer Ebene durchgeführt worden als offenes Verfahren nach der Beschaffungsrichtlinie 2014/24, sowie schon das Vorgänger-Giant-Cloud-Verfahren. Wir haben also mittlerweile gute Erfahrungen mit diesem Ansatz gemacht. Auf der Ebene des Vergabeverfahrens fungiert als zentrale Beschaffungsstelle die Giant Association in Amsterdam. Dementsprechend ist das Vergabeverfahren nach niederländischem Vergaberecht durchgeführt worden. Und aus dem Vergabeverfahren gehen Rahmenvereinbarungen hervor. Und zwar eine einzelne Rahmenvereinbarung mit jedem zugelassenen Anbieter in jedem Land, was an diesem Verfahren teilgenommen hat. Und da tritt auch wiederum die Giant Association in Amsterdam als Vertragspartner auf, die Rahmenvereinbarung mit allen zugelassenen Anbietern unterzeichnet hat. Und diese Rahmenvereinbarung, der Einfachheit halber nach irischem Recht, da ist wie die Vorgängervereinbarung aus englischem Recht hier ein Common Law vorliegt, was eine sehr einfache Portierung von Vertragswerken über Ländergrenzen hinweg erlaubt. Und gleichzeitig ist das irische Recht natürlich nach wie vor ein EU-Recht, auch in Brexit-Zeiten. Die Rahmenvereinbarungen hier sind aber, wie gesagt, nur zwischen Giant und den Anbietern. Und aus dem Vergabeverfahren kommt dann auf die abnehmenden Einrichtungen zu. Einmal ein formaler Abschluss des Vergabeverfahrens durch eine begründete Auswahl des gewählten Angebots.
und dann die Unterzeichnung einer Abrufvereinbarung, eines sogenannten Call-Off Agreements, um rein juristisch unter die Konditionen der Rahmenvereinbarung zu schlüpfen. Diese Call-Off Agreements sind zwischen Anwendereinrichtung und dem Anbieter und gleichzeitig gelten sie eben nach dem nationalen Recht und nationalen Gerichtsstand. Also deutsche Einrichtungen bekommen hier einen Vertrag nach deutschem Recht mit deutschem Gerichtsstand. Um ganz kurz nur einen Überblick über die Struktur des Vergabeverfahrens zu geben, ich hatte es bereits erwähnt, jedes Land hier ist ein getrenntes Los im Vergabeverfahren. Es gibt also insgesamt in jedem Land individuelle Rahmenvereinbarungen für jeden Provider. Es wurde darauf geachtet, dass jede Cloud-Plattform, die die Mindestanforderungen erfüllt, auch einen Rahmenvertrag bekommt. Aber eben auch nur einen. Das heißt, dass Anbieter, die alle für die gleiche Plattform angeboten haben, eben in ein Auswahlverfahren gegangen sind. Es gibt also in jedem Land nur einen sogenannten Reseller, also ein lokales IT-Unternehmen, was die Angebote der großen Cloud-Plattform vertritt. Und gleichzeitig haben wir darauf geachtet, dass es keine Angebote gibt, die von einer Firma äquivalente Cloud-Plattformen anbietet, die dann eventuell in einen Interessenskonflikt geraten. Um kurz zusammenzufassen, welche Dienste hier eigentlich hinter dem Kürzel IaaS Plus stecken, nochmal ganz kurz die Übersicht. IaaS steht für Infrastructure as a Service und ist ein Kürzel, was im Allgemeinen damit in Verbindung gebracht wird, dass ein Dienstanbieter eine Hardware-Rechenzentrumsinstallation aufbereitet, die bereits virtualisierte Hardware-Ressourcen nach außen präsentiert. Und dann, das ist der Bereich, der hier in blau markiert ist, und dann kommt der Anwender in orange und bringt sein Betriebssystem und seine gesamte Softwareumgebung mit. Es gibt allerdings mittlerweile in Cloud-Umgebungen schon sehr leistungsfähige und populäre weiterreichende Angebote, oft unter dem Begriff Plattform as a Service oder Serverless-Anwendungen zusammengefasst. Und da ist der Anbieter für einen größeren Anteil auch der Softwareumgebung selbst verantwortlich. Und im Idealfall muss der Anwender nur noch mit seinem Anwendungscode und seinen Daten kommen und in eine bestimmte Laufzeitumgebung einziehen und seine Anwendung dort laufen lassen. Und ein großer Teil der Logistik wird bereits eben auch durch den Anbieter übernommen. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Software-as-a-Service-Lösungen, die dem Endanwender nur noch ein Interface präsentieren, wo er seine Anwendung bedienen kann. In eingeschränktem Umfang sind auch Plattformen und Software-as-a-Service-Lösungen hier unter dieser Rahmenvereinbarung mit einbegriffen, wenn sie entweder äquivalente Rechenlasten wie institutionelles Compute und Storage, sei es für Wissenschaft, sei es für zentrale Einrichtungen, sei es für die Lehre, Hochschullehre, wenn also äquivalente Rechenlasten hier bedient werden, beziehungsweise wenn diese Zusatzservices komplementär und ergänzend in den Betrieb dieser Infrastruktur-Services eingehen. Wichtig ist auch, dass die zusätzlichen Services eben auf der Infrastruktur des Cloud-Plattform-Anbieters laufen. Das heißt, dass sie eben auch im originären Marketplace des Anbieters zu finden sind und keine Drittsoftware darstellen, die dort nur in einer virtualisierten Umgebung dazu gekauft wird. Also das Ganze zusammen verstehen wir hier unter IaaS Plus. Über das Vergabeverfahren kann man viel erzählen, aber um Ihnen die prägnanten Details zu zeigen, möchte ich nur darauf eingehen, dass hier ausgewertet wurde nach gewissen Minimalkriterien, die jede Plattform erfüllen muss, um überhaupt weiter zugelassen zu werden. Die werde ich, die relevanten Features hier für Einrichtungen werde ich nochmal zusammenfassen. Und gleichzeitig wurde hier auch darauf geachtet, dass der Datenschutz so weit wie möglich eben bedient ist. Das heißt, alle Anbieter hier sind im europäischen Wirtschaftsraum in der EU tätig und dementsprechend ist die Datenschutzgrundverordnung DSGVO selbstverständlich Pflicht für alle. Es war aber nicht pragmatisch möglich,
Und es gab auch keine klare, ausreichende Zielsetzung, um auf europäischer Ebene auf irgendwelche Datenschutzzusatzvereinbarungen zu dringen. Das heißt, es gilt die nationale Umsetzung der DSGVO und die Datenschutz-Terms, die in den Provider-Verträgen enthalten sind. Wir haben aber allerdings hier in diesem Verfahren auch einen Mechanismus, wenn eine Einrichtung für eine bestimmte Anwendung einen erhöhten Datenschutzbedarf hat, hier per Mini-Wettbewerb ein nachgebessertes Angebot einholen zu können. Zusätzlich zu diesen Minimalkriterien wurde beim Auswertungsverfahren wurden Antworten auf 7 sogenannte Bewertungskriterien oder Awarding Criteria erstmal also eingebeten als Rahmen des Angebots, analysiert durch das Tender-Team und ausgewertet und dann auch mit einem Punkteschema bewertet. Dieses Punkteschema wurde im Auswertungsverfahren benutzt, um mehrere Anbieter, die die gleiche Cloud-Plattform weiterverkaufen wollen, in ein Ranking zu setzen und in jedem Land den jeweils führenden Anbieter nach dem Punkteschema dann tatsächlich den Zuschlag zu erteilen. Dieses Punkteschema wird aber auch den Endanwendereinrichtungen zur Verfügung gestellt, als Material für eine fortführende Auswertung und Vergleich im Rahmen des Abrufverfahrens, auf das ich gleich nochmal näher eingehen möchte. Zusammenfassend bringt dieses Okra Geant Cloud Framework für Einrichtungen folgende Mehrwerte. Ganz wichtig, hier ist ein öffentlich ausgeschriebene Dienste-Rahmenvereinbarung jetzt vorliegen. Das heißt, Einrichtungen öffentlichen Rechts können über diese Vereinbarung hier Dienste beschaffen und damit ihrer öffentlichen Ausschreibungspflicht gerecht werden, mit minimalem Eigenaufwand. Finanzielle Vergünstigungen sind verfügbar durch einerseits prozentuale Rabatte, die die allermeisten Anbieter auf ihre Services gewährt haben, aber gleichzeitig durch den Anschluss an die Forschungsnetze der Datencenter konnten wir auch aushandeln, dass die Datentransfergebühren, die viele Cloud-Provider in ihren Preislisten führen, für Anwender hier erlassen werden, weil ja die Forschungsnetzinfrastruktur die Datenübertragung gewährleistet. Das ist mitunter ein erheblicher Kostenvorteil. Und es gibt noch diverse weitere unterschiedlich ausgestaltete finanzielle Vergünstigungen, je nachdem für welchen Dienst. Beim Thema Lizenzierung haben wir erreicht, dass die Services eben von einer Einrichtung beschafft werden, aber Mitarbeiter anderer Einrichtungen diese Ressourcen mitnutzen dürfen, zum Beispiel im Rahmen eines Forschungsverbundes von mehreren Einrichtungen. Da muss eben nicht jeder Teilnehmereinrichtung an so einem Forschungsverbund separat beschaffen und separat lizenziert werden. Ebenso haben wir im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdrücklich eingebeten, Auskunft über die Möglichkeiten zur Portierung bestehender Lizenzen in die Cloud Auskunft zu geben. Und die Anbieter wurden dazu ermutigt, dort möglichst großzügig Angebote zu unterbreiten, was sie auch getan haben. Beim Thema Datenschutz erwähnte ich bereits, DSGVO gilt für alle Anbieter. Gleichzeitig ist hier die Datenhaltung innerhalb der EU Standardvoraussetzung für alle Angebote und wird auch unterstützt. Konfigurierbar bleibt selbstverständlich für jeden Endanwender, die Daten und Rechenlasten auch in anderen Datencentern des Anbieters zu konfigurieren, wenn das dem Bedarf entspricht. Und Beratungsdienstleistungen von den Service-Providern sind ebenfalls ausdrücklich Teil dieser Ausschreibung. Das heißt, Beratungen zum Thema Cloud-Strategie oder Cloud-Architektur etc. Dürfen Sie unterhalb diesem Rahmen auch von den Service-Providern beschaffen. Ganz kurz die Zeitschiene des Vergabeverfahrens selbst, im Wesentlichen im Laufe des Jahres 2020. Im April wurde das Vergabeverfahren offiziell veröffentlicht im Tender Electronic Daily
Und Mitte Juni haben wir dann die Abgabezeit beendet. Diese Frist wurde noch etwas verlängert durch die Covid-Situation, die da gerade eine große Rolle gespielt hat. Aber im Wesentlichen im Q3 und ins Q4 2020 hinein war die heiße Phase der Auswertung. Und gegen Ende des Jahres, über den Jahreswechsel, konnten dann die große Menge an Rahmenvereinbarungen mit den Providern unterzeichnet werden. Und jetzt stehen sie beinahe vollständig zur Verfügung. Einige ganz wenige letzte Supplier sind noch in Gesprächen mit Geon wegen einigen Kleinigkeiten bei der Rahmenvertragsunterzeichnung. Und damit rechnen wir in Bälde. Die Übersicht über die Ergebnisse wollte ich noch ganz kurz zusammenfassen, dass es sich hierbei um eine beispiellose paneuropäische Beschaffung auf Cloud-Services handelt, die so noch nie dagewesen ist. Und das ist ein großer Kraftakt gewesen von der europäischen Forschungsnetz-Community für die vielen, vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Europa, die ja zu unseren Kernzielgruppen gehört. In genau 40 Ländern, in über 10.000 Einrichtungen sind bezugsberechtigt. Aus über 1.100 Angeboten von 80 Anbietern haben wir knapp über 470 Rahmenverträge abgeschlossen von 44 Anbietern. Durch den leichten zeitlichen Verzug zwischen Aufnahme und Zeitpunkt der ZKI-Frühjahrstagung möchte ich an der Stelle hier für die aktuellsten Informationen darüber, welche Cloud-Services vorliegen, auf den Cloud-Katalog des OKRE-Projekts verweisen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich in Deutschland noch ein oder zwei Anbieter, die bereits ihren Rahmenvertrag unterschrieben haben oder kurz vor der Unterschrift stehen, hier in dem Katalog nicht aufgeführt sind. Und die wollen wir nicht benachteiligen. Also zum Zeitpunkt der ZKI-Frühjahrstagung sind wir hier hoffentlich vollständig. Und wenn Sie hier auf Deutschland klicken, bekommen Sie eine Übersicht aller Angebote, die wir in Deutschland zur Verfügung haben. Ich kann aufzählen, dass wir sechs von den großen international tätigen, amerikanisch geprägten Cloud-Service-Providern haben, die sogenannten Hyperscaler, die sich von Partnerunternehmen in Deutschland vertreten lassen, IT-Service-Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir 12 unabhängige, selbstständige europäische Cloud-Service-Provider, die Sie in der Liste zum zeitaktuellen Zeitpunkt sicherlich auch wiedererkennen. Wir haben eine große Bandbreite an europäischen Angeboten, von extrem großen leistungsfähigen Angeboten bis hin zu spezialisierten Service-Providern, sei es auf Erdbeobachtungs-Satellitendaten spezialisiert oder auf allerhöchste deutsche Datenschutzansprüche. Wir sind froh, dass wir da eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Services für unterschiedliche Bedarfe präsentieren können. Ganz kurz eine Beschreibung, wie das Verfahren zum Abruf aus der Rahmenvereinbarung für Einrichtungen aussieht. Dieses Konstrukt aus Vertragsbeziehungen hier sieht vor, dass die Teilnehmereinrichtung in Lila bereits eine Beziehung mit dem DFN hat. Deutsches Forschungsnetz bedient ja sowieso schon fast alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Wenn nicht, dann hören wir natürlich trotzdem gerne von Ihnen. Und Géant hat die Rahmenvereinbarung mit den Service-Providern in Grün. Und wir als DFN sehen uns in der Rolle, für unsere Einrichtungen eben zu unterstützen und zu koordinieren, dass die Einrichtung möglichst reibungsarm und gleichzeitig rechtssicher zur Unterschrift ihrer Abrufvereinbarung unter dem Géant-OCRE-Rahmen kommt. Dazu hat die Einrichtung ein bisschen Selbstverantwortung, ihren Cloud-Bedarf ausreichend zu beschreiben und dann das angeleitete Auswahlverfahren aus dem IAS-Vergabe zu durchschreiten. Gerne unterstützen wir dabei auch interaktiv. Und dann händigt der DFN-Verein die Vorlage für diese Abrufvereinbarung des Call-Off-Agreement aus.
Bei dem Auswahlverfahren gibt es drei Varianten. Einmal für Einrichtungen, die mit ihrem Cloud-Bedarf genau einen zutreffenden Anbieter identifizieren können und den möglichst objektiv natürlich ausreichend objektiv begründen können. Und diese Begründung muss dann nur noch in einer Aktennotiz dokumentiert werden, sodass in 3 Jahren, wann auch immer ein Rechnungshof oder Wirtschaftsprüfer kommt, nachgewiesen kann, dass hier ordentlich mit den öffentlichen Mitteln umgegangen wurde. Geont arbeitet auch noch daran, hier ein Tool zur Unterstützung zu entwerfen, wie man einige konkrete technische Kriterien oder Lizenzbedarfe etc. als Kriterien hier mit in die Auswahl einbeziehen kann. Wenn mehr als ein Service Provider grundsätzlich geeignet wäre, den Bedarf zu decken, dann gibt es sowas wie einen Schreibtisch-Mini-Wettbewerb, wo, wie bereits ursprünglich mal erwähnt, diese Bewertungsmatrix dann herbeigenommen werden kann, um eine Auswahl bzw. ein Ranking zwischen den bestehenden Service Providern herzustellen. Und auch die Gewichtung nochmal anzupassen, welche der Bewertungskriterien jetzt für die Einrichtung ganz konkret am wichtigsten sind. Und falls ganz grundsätzlich Erklärungsbedarf oder über die Standardverträge hinausgehender zum Beispiel Datenschutzbedarf beherrscht, dann gibt es einen Mini-Wettbewerb, wo die Einrichtung nach konkret benannten Kriterien nachgebesserte Angebote bei allen Anbietern einfordern kann und dann daraus das passende Angebot auszuwählen. Jetzt zum Schluss möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, was der DFN-Verein hier im Rahmen der DFN Cloud für Support-Aktivitäten bietet und wo der DFN die Einrichtung unterstützen kann. Wir sind natürlich für Sie da in Form von Betreuung, rund um um den Abschluss dieser Call-Off Agreements und dann der entsprechenden Verträge bei den Providern. Und ganz besonders für Einrichtungen, die bereits die Vorgängerrahmenvereinbarung Geont IAS nutzen und jetzt hier auf die OKRE-Vereinbarung umsteigen wollen. Gleichzeitig sind wir natürlich der entsprechende Pfad, falls es Eskalationen von irgendwelchen Schiedsfällen oder anderen Problemen mit einem Provider gibt, dann sind wir der Pfad, um Richtung Geont zu eskalieren. Und wir bieten auch unterstützende Dokumente, wie zum Beispiel eine unverbindliche Übersetzung der Rahmenvereinbarung, wobei man immer wieder darauf hindeuten muss, dass die englischsprachige Rahmenvereinbarung natürlich die rechtlich gültige bleibt. Wir vom DFN-Verein, wir engagieren uns natürlich auch in unterschiedlichsten Community-Treffen. Wir organisieren viele selbst, die DFN-Betriebstagung, Cloud-Forum etc., aber eben auch individuelle Cloud-Service-Workshops. Und wir beteiligen uns auch an anderen Communities, wie zum Beispiel ZKI, die Kommission Cloud. Und wir sind immer offen dafür, unterstützende Leistungen in diese Community auch mit reinzugeben, wie zum Beispiel eine beschaffungsrechtliche Bewertung dieses Vergabeverfahrens, was wir anhand des Vorgänger Geont IAS-Verfahrens von 2016 haben anfertigen lassen. Das behält aber weiterhin seine Gültigkeit auch im aktuellen Verfahren. Das war sehr hilfreich für viele Beschaffungseinrichtungen, mit der damals noch relativ neuen Beschaffungsrichtlinie EU umzugehen. Gleichzeitig halten wir natürlich eine zentrale Übersicht über die Cloud-Provider und vor und über deren Plattformen und vermitteln Ansprechpartner. Mitarbeit in der ZKI-Kommission hatte ich erwähnt und möchte nochmal darauf hinweisen, dass die DFN-Betriebstagung auch demnächst stattfindet und dort im Forum Cloud Services auch für Teilnehmer der ZKI-Frühjahrstagung hier immer willkommen sind. Gleichzeitig unterhalten wir einige Kommunikationskanäle wie unsere Cloud-Mailing-Liste, den DFN-Newsletter, die DFN-Mitteilungen. Aber wir sind auch jederzeit froh, an anderen Kommunikationskanälen teilzunehmen. Wo wir allerdings nicht direkt immer klare Antworten
vergeben können, wären bei zum Beispiel bei Fragen wie Preisvergleiche oder Erstellung von Angeboten über diese Cloud-Services. Preisvergleiche unter unterschiedlichen Cloud-Plattformen sind tatsächlich in den allermeisten Fällen Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist nicht so ohne weiteres möglich durch die Vielfalt, die unterschiedliche Ausprägung, unterschiedliche Cloud-Plattformen und auch die ständig wechselnden Preisgefüge. Wir empfehlen allen Einrichtungen, ihren eigenen Cloud-Bedarf möglichst konkret zu beschreiben und dann anhand der Online-Preiskalkulatoren oder anhand der Möglichkeit, einen Kostenvoranschlag beim Supplier einzuholen, sich dort einen Überblick über die Kostensituation zu schaffen. Ebenso können wir nur sehr oberflächlich Vergleiche von Funktionsumfängen oder Kompatibilitätsfragen beantworten. Dafür sind die Abteilungen der entsprechenden Serviceanbieter zuständig. Die DFM Cloud ist darauf ausgerichtet, möglichst zentral an Einrichtungen die Beschaffung von Cloud-Ressourcen zu unterstützen. Im Allgemeinen sind das die IT-Zentren oder die Rechenzentren. Der DFN-Verein ist nicht aufgestellt, dafür einzelne Forscher, Arbeitsgruppen oder Fakultäten bei der Beschaffung zu unterstützen. Ebenso ist die Prüfung von lokalen vergaberechtlichen Richtlinien oder Datenschutzrichtlinien liegt nicht in unseren Fähigkeiten. Nun im Anschluss schließend für die Frage- und Antwort-Session wäre ich sehr interessiert, Feedback von Ihnen zu hören, was Sie sich von uns erhofft haben, was Sie eventuell hier vermissen, was Ihnen gut gefällt und wo Sie zusätzliche Unterstützung durch den DFN-Verein sich wünschen und wie das aussehen könnte. Bis dahin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier an dieser Stelle und ich freue mich auf die interaktive Live-Session. Vielen Dank.